So, wo waren wir stehen geblieben? Irgendwo. Ah, die Dragonballs sind hergestellt. Ah ja, schön. Ist mir tatsächlich egal. Let's go. Ja, um den kümmere ich mich später. Ach so, so ein Rennen. Na, ihr? Auch nur schlappe 75, ey. Ich weiß, das ist unfair, was ich hier mache. Aber wenn die teilweise zu mir unfair sind, dann bin ich auch zu denen unfair. Und auf dieser Stufe haben die doch nichts zu bieten. Ah ja. Da. Schauen wir mal. Na, noch ein Freezer Orbiter platt machen. So, mal ganz nebenbei. Das sind immerhin ein paar schöne Items, die ich dabei kriege. Kunstvolle Kapis. Na, yes. Einmal einen falsche Taste gedrückt hier, schon geht alles schief, ja. Stufe 72. Dengarwolf! Thanks for following. Danke fürs Einschalten. Danke für dein Follow. Gut, das sollte alles sein. Zeit, ihrem Boss zurückzukehren. Na denn. Okay, ich hab's ja alle erledigt. Genauso wie du es wolltest. Was? Wie geil das sei, dass du sie alle besiegt hast. Glad to follow. Ja, thank you, ne? I'm glad that, that you're following. Ich habe mein Glas vergessen. Moment. Ah, ich brauche doch was zu trinken. Ansonsten ist hier nichts. So. In dem Fall glaube ich dir nicht. Du bist ja nicht mal einer dieser Super Saiyan. Huch? Ich bin aber ein Super Saiyan. Was? Ach ja. Habe ich wohl vergessen, dir zu sagen. Ich bin Son Goku, der Sohn des Super Saiyan Son Goku. Nani? Was? Kaching! Und? Willst du jetzt gegen mich kämpfen, um meine Stärke auszutesten? Mund. Das ist absurd. Ich habe nicht vor, gegen einen Super Saiyan zu kämpfen. Yokaru. Ich glaube, ich kann deine Stärke jetzt besser einschätzen. Daher ist jetzt nicht mehr Frieza mein Sohn, sondern du. Wie ist der denn drauf? Du hast dir diese Ehre als stärkster Krieger des Universums verdient. Heißt das etwa, du wirst mit mir trainieren? Ich betrachte dich jetzt als meinen Sohn. Und da ich ein treusorgender Vater bin, kann ich nicht gegen mein eigenes Fleisch und Blut kämpfen. Du, oder? Das verstehst du doch sicherlich. Ist schon klar. Meinst du das jetzt im Ernst? So, oder? Natürlich meine ich das ernst. Und ich verspreche niemals meine Hand gegen einen Erdling zu erheben. Und darum, junger Son Gohan, hoffe ich wirklich, dass das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Wie ist der denn drauf? Nee, also jetzt mal ernsthaft.
King Kult Goldmünze. Gatsching. So, irgendwer hat jetzt ein neues Level erreicht. Was? Ihr habt doch gerade erst gegessen. Ey, jetzt mal im Ernst, ja. Das war jetzt nix. Na gut, wollen wir jetzt einen starken Gegner platt machen? Ich meine, der wartet da hinten. Da. Das wird ein Kinderspiel. Stufe 85. Ist klar. Cell und zwei Cell Juniors. Wow, okay. Die machen einen auf unfair. Bams, bams, bams. Kaching. Nice. Kreuzfeuer. Oh, falsche Attacke. Aber das geht doch relativ locker. Ups. Okay. Oh nein, ja, die haben das auch drauf, ne? Au! Oh, der Destructor Disc. Jetzt wird's gemein. Super Finish bei einem starken Gegner. Das war eigentlich relativ easy. Nice. Okay, dann wäre das schon wieder erledigt. Ich meine, daran kann man sich gewöhnen. Bestes goldenes Wolfsfleisch, ist klar. So, da drüben nochmal Lebensenergie tanken und dann geht's weiter. So. Na, Ausruhen reicht. Ach, währenddessen erstmal was zu trinken reinmachen. Ja, schauen wir mal. Energie wieder vollständig aufgefüllt. So muss das sein. So. Ja, diese Türmchen und so lassen wir jetzt mal. Die respawnen sowieso ständig. Da gibt es einen Dragon Ball. Und eine Nebenmission hier unten. Und natürlich ein paar starke Gegner. Der Stufe 1. Ingwerstadt. Okay. Darlinge Polinia, das war ja so eine Son Goku-Mission. Das hier unten hat man ja noch nicht gecheckt. Gucken wir mal.
Gucken wir mal, wie es weitergeht. Das ist ein reines Paar. Begibt sich auf der Weltkarte. Ach so, das war noch so eine Geschichte. So, die sind da oben nur Stufe 80. Das könnte ich doch gut schaffen. Ich meine, Cell war auf Stufe 85. Hallo? Alle gleichzeitig hier ist klar. Was geht's? Oh, Verarbeitung. Weg damit. So, und du sagst tschüss. Ranges. Und Aufstieg für irgendjemanden. Was? Nun, anscheinend habe ich mich geirrt. Was hast du? Da drüben liegt noch welche. Na komm, die machen wir auch gleich, oder? Nein. Ich mache erstmal die da unten. Oh. Diesmal werde ich es schaffen. Hast du Jakon wieder abgeholt? Und Pui Pui? Ach, Babidi. Dieses Mal werde ich meinen Plan umsetzen. Ich werde sicher gehen, diesem elenden Sengoku aus dem Weg zu gehen. Er ist der Mächtigste, der sich mir in den Weg gestellt hat. Also vernichte ich ihn zuerst. Okay, ist eine Sengoku-Mission. Gut, dann kümmere ich mich doch erst um die da, oder? Da drüben gibt es noch Stufe 80er. Ja, die sind so doof positioniert. Ah. Na gut, ich fange erstmal mit den Kleinen hier an, oder? Ja, schade, besser Platz. Hier kriege ich das jetzt irgendwie nicht. Dann kralle ich mir die. Ich hoffe, dass die einigermaßen Levels bringen. Ups. Wie die einfach fast weg sind. Bams. Au. Und das soll ein starker Gegner sein? Sorry, aber nein. Oh Mann, man kriegt auch nicht mal richtig gute Erfahrungspunkte bei denen. Wie die Zerstörer wurde aktualisiert. Okay, das kann man natürlich mitnehmen. Da oben, direkt da oben gibt es auch einen Dragon Ball. Alles klar. ふざけたマリオ。
Okay, also Masenko ist definitiv schwächer als mein Kamehameha. Um einiges sogar. Eieiei. Sollte man meine Angriffe irgendwann mal wieder einsetzen. Bams. Nochmal fast 60.000. Wieder irgendwelche Level-Ups. So, jetzt als nächstes der da. Direkt bei so einem Wirbel. Okay. Na komm, wenn wir schon mal so dabei sind. Wirbeln wir doch mal diesen Dragon Ball da unten. Oh, was sehe ich denn da drüben? 4 Sterne! Eine Erinnerung! Und da hinten gibt es sogar noch irgendwas zum Einsammeln. Son Goku wird zum Affen. Die Pilaf-Truppe stiehlt Son Goku und seinen Freunden alle Dragon Balls, außerdem 4 Sterne Dragon Ball, und begibt sich zurück zu ihrem Versteck. Son Goku und die anderen infiltrieren Pilafs Versteck und versuchen, die Dragon Balls zurückzuholen, laufen jedoch in eine Falle, eine der Fallen des Bösewichts, und werden gefangen genommen. Durch das Glasdach ihrer Zelle erblickt Son Goku das Licht des Vollmonds, wodurch seine Verwandlung zu einem brutalen, riesigen Affen ausgelöst wird. Das war also hier. Vermute ich mal. So, noch eine Medaille. Und schon wieder eine Belohnung freigeschalten. Immer wieder interessant. So. Genau, den da haben wir ja schon markiert. Geben wir mal Gas. Ich hasse sowas. Halt, ich muss da lang. Aromatische Kräuter. So, ich will da vorne hin. Huch! Hi! Wow, einfach kein Schaden. Na gut. Die wollen es wirklich witzig, oder? Wow. Okay. Dass die sowas drauf hätten. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Und tschüss. Schön. Ah, diesmal gab es kein Level. Oh gosh. Ah, da drüben das Ding mit Son Goku. Ja. So, dann noch da hinten. Dann haben wir das Ding schon wieder fast erledigt. Ein rosa Meteoriten. Was? Das hier war doch das Gebiet, wo es eine Mal auch abgeschmiert ist, oder? Ich speichere mal sicherheitshalber nicht, dass das irgendwie nochmal von Bedeutung wird. Sicher ist sicher. Ah, guck mal, da, das Ding habe ich noch gar nicht geöffnet. Stufe 60. Ja, her damit. Wir haben eine Mine. Silbererz, Silber, roter Kristall. Oha. Oha. Hier gibt es mal ein paar Items. Rosa Meteorit!
So, was haben wir hier? Eine D-Medal. Geheimnis des Erfolgs für Abenteuer. Und noch eine D-Medal. Und ist klar. Zwei Stück in einem Tunnel. Gut. Das hat sich doch mal gelohnt. Meine übliche Taktik hier. Bams. Der erste ist schon weg. Der hier hält ein bisschen was aus. Und tschüss. Alles klar, jetzt gibt's noch. Pui Pui. Und Dabra. Und Buu Gohan. Na gut. Stufe 90! Ja, leck mich doch! Stufe 90! Ich bin mit Son Gohan, der am stärksten von allen bisher, erst auf Stufe 86. Soll ich es versuchen? Ich meine, es sind eigentlich nur zwei Gegner. Naja, obwohl, nee, besser nicht. Ganz ehrlich, da habe ich da zu viel Schiss für. Wahrscheinlich ein weiteres stehengelassenes Auto, was? Viele versuchen, die Wüste im Auto zu durchqueren, aber sie bleiben alle im Sand stecken. Es hört sich übel an, aber da draußen ist ein guter Empfang. Also kann man problemlos Hilfe rufen. Ich patrouilliere manchmal die Gegend und sehe nach, ob Fahrzeuge dort stecken geblieben sind. Es gibt auch Leute, die in Autowracks Schrott sammeln. Die verschwinden auch manchmal. Ja. Kann schon sein. Was? Naja. Was? Stufe 90 da drüben, ein Buu. Ja, drei Buus da drüben zu besiegen, ey. Alter. Ist ja richtig mies. Und da drüben ein Buu, ein Majin Vegeta und ein Dabra. Ist klar. Ey, das kann ich gar nicht schaffen. Das kann ich noch gar nicht schaffen. Da bin ich noch nicht stark genug für. Da bin ich ja noch gar nicht stark genug für. Also ich muss mindestens auf demselben Level sein. Die Mission ist nur für Son Goku. Na gut, ich fliege jetzt erstmal dahin, dann wechsle ich. Dann gucken wir mal, was Son Goku drauf hat. Und dass die sogenannte Forscherin da unten ist. Naja. Gut, dann wechseln wir mal schnell zu Son Goku. Der erst auf Stufe 77 ist. Hallihallöchen.
Heyo. Du bist es. Babidi und seine Schergen sind wieder da. Zeige ihnen, dass du bereit für eine weitere Runde bist. Verfügbar nach bestimmten Nebenstories. Pui Pui natürlich erstmal total. Ups. Der Sinneswandel. Also, da ich schon mal hier bin, wollen wir kämpfen? Na. Was? Pui Pui, beseitige diese Plage. Ja, Sir. Cool, du kämpfst also gegen mich, was? Cool. Warte mal, du warst mit Kaioshin auf dem Schiff. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was danach geschah. Egal, mein Befehl lautet, dich zu töten. Bereit? Naja, hau rein. Stufe 77, gleich stark. Halt, das war falsch. Ich brauch den hier. Au. Okay, die da sind etwas schwächer. Okay, der da. Mann! Mach mal noch mal Hilfe hier. Lass mal kurz aufladen. Und jetzt geht es richtig los. Oh, wie viel Lebensenergie der mit einmal verliert, ne? Oh, schon wieder gelähmt. Autsch. Autsch. Okay. Ich mag diesen Supporter hier. Die sind echt gut dafür. Scharfschuss. Was ist denn los? Will er jetzt nicht? Oh Mist, eigentlich habe ich doch rechtzeitig ausgewichen. Okay. Ja, was geht's? Was geht's, Dresche? Na toll. Ein bisschen mehr Schaden habe ich doch schon ein bisschen gehofft. Doch ein Kanne mehr hinterher, ja. Richtig heftig. Mist, 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 Mist. Komm, den haben wir gleich. Ich habe schon wieder ziemlich viel Schaden bekommen. Genommen. Ach, richtig heftig. Das sah mal wieder richtig gut aus. Bams. Guck nochmal richtig einen drauf.
Er ist stark. Das stimmt, aber dieser Typ und seine Freunde haben mich damals fertig gemacht. Was machst du? Tu etwas, Jakon! Hey, du bist das Monster, das ich doch schon mal besiegt habe. Das stimmt. Diesmal muss ich mir um die Energie keine Sorgen machen. Ich gebe alles. Ja gut, aber du wirst mich nicht noch einmal schlagen. Schauen wir mal. Oh, Kreuzklaue. Kreuzklaue. Okay, jetzt laufen. Und ich gehe gleich mal in den Rage Boost. Benommen. Guck mal. Bams. Und nochmal. Und jetzt noch eine Genki-Dama. Schön. Oh ja, das hat gute Erfahrungspunkte gebracht. Ich hab doch schon wieder verloren. Du bist zu stark. Was bist du? Tja, das sollten wir mal wiederholen. Ich bin stets bereit zu kämpfen. Was zum Kuckuck machst du da? Du hast zweimal gegen denselben Typen verloren. Kämpf nochmal gegen ihn. Kämpf nochmal gegen ihn. Es gibt keinen Grund, dass du ihn nicht schlagen kannst. Vielleicht sollten wir aufgeben. Auf diesem Planeten gibt es nur Verrückte. Ruhe! Verflucht! Das darf doch nicht wahr sein! Alles wird gut, Lord Babidi. Dein Plan wird aufgehen. Du musst ihn nur erstmal auf Eis legen. Verdammt! Ich schätze, ich habe keine Wahl. Genau, so ist es. Ich bin fertig mit euch, Typen. Darf meine zweite Lebenschance nicht vergeuden. Bitte nicht böse sein, ja? Na klar. Warum versucht ihr euch mit diesem Trottel anzufreunden? Oh ja, da freut er sich jetzt. Schön. Pui Pui und Jakon Mittels, ja. Und nochmal ein Aufstieg für Sagoku, geil. Nicht schlecht, Sagoku kommt der Level 80 langsam immer näher. Das muss man doch schon mal wieder speichern. Puh. Ja, das kann gut anstrengen, das Ganze. Ja, aber gegen die komme ich mit Sagoku leider nicht an. Auch noch nicht mit Zagohan. Die Berserker-Typen an dieser Stelle packe ich noch nicht. Wow. Wir haben auf diesem Planeten nur noch zwei Missionen. So, jetzt versuche ich es nochmal gegen C20 und C19. Jetzt muss das klappen. Das muss einfach klappen. Ich habe jetzt gut trainiert mit Son Goku. Das muss einfach klappen. Weil er mir sagt, dass ich nicht erwachsen bin. Was?
Was soll man hier nicht den Erwachsenen sagen? Oh, ein Schlitten. Oh. Dieser erwachsene Schlitten ist mega schnell, weil sie ihn mir nicht ausleihen wollten, habe ich mir einfach geklaut. Ich habe es mir einfach genommen. Bitte verrate es niemandem, sonst kriege ich Ärger. Du kannst es ja haben, wenn du es für dich behältst. Davon wächst viel auf der anderen Seite des Dorfs. Pestwurstblattstiel. Was? Okay. Meinetwegen. Ah, das ist also passiert. Oh Gott, was lauern die denn da? So. Kann ich es diesmal schaffen? Komm, ich habe diesmal gut gelevelt. Guck mal, wo die hier sind, ne? Das hier ist doch Geros Labor, beziehungsweise einen unterirdischen Keller. Na gut. Ja gut, gelabert hatten wir die eigentlich schon, ne? Egal. Hey Leute, was habt ihr denn so vor? Trainiert ihr gerade zusammen? So, Goku. Ja, die 19 und C20 sind zurückgekehrt. Kämpfe gegen C20 und bring ihn dazu, dir beim Training zu helfen. Empfohlene Stufe 76. Schatten der Betrübenarmee. Hey Dr. Gero, was machst du? Trainierst du? Wieder einmal demonstrierst du enorm deinen Mut, mir unter die Augen zu treten. Und was ist das für ein Unsinn von Training, von dem du da redest? Machst du dich etwa über mich lustig? Nö. Ich respektiere dich. Ich meine, du hast so einen Riesen wie Achti. Achti? Meinst du etwa C8? Erzähl kein Blödsinn. Von all meinen Fehlschlägen ist er der am schlimmsten. Hey, red nicht so von Achti. Klappe. Er ist überhaupt nichts Besonderes. Er und die anderen sind alles Fehlschläge. Sie haben ihre Triebe nicht im Griff. Aber C19 hier ist anders. Muss Son Goku töten. Vegeta hat schon mal seine Nase in Dinge gesteckt, die ihn nichts angehen. Aber diesmal nicht. Wir werden gewinnen. Okay, das ist doch mein Wort. Ich hatte schon darauf gehofft, unseren Kampf beenden zu können. Steig mal vor deinen hohen Ross. Das ist kein Freundschaftskampf. Du hast es mit mir und C19 zu tun. Zwei gegen einen. Nimm dich in Acht. Ja, ich bin wieder ganz alleine hier. Erstmal verwandeln hier. Ja, die halten trotzdem noch ganz gut was durch hier. Au, au. Oh, das ist fies. So, ich habe keinen Ki, um meinen Superangriff zu starten. Oh Mann, ich bin noch ausgewichen. Und das sogar so, dass eigentlich sein Angriff auch ausgewichen werden sollte. Ich habe jetzt schon wieder halbe Lebensenergie verloren. Was will der denn jetzt? Au. Oh, komm schon. Ich habe schon wieder den ersten Lebensbalken weg. Au.
Energieabsorption, das wird ja nicht viel bringen mit dieser Art von Technik. Au. Ey, ich weiche hier schon aus, ja. Also die knallen trotzdem auch ganz schön heftig drauf, obwohl ich schon ordentlich Level zugelegt habe. Oh, das gibt's doch nicht. Oh Mann. Bams. So, das war Nummer 1. Oh, mit einem Aufladen. Strahl und Kamehameha. Ey, der ist alles ausgewichen, echt? Dass ich schon wieder so viel Lebensenergie verloren habe. Das fasse ich einfach nicht. Und das mit dem Levelschub, den ich jetzt gerade kassiert habe. Oh, Glück gehabt. Hm, stimmt ja, der macht immer zweimal, ne? Ich komme nicht weg. Oh, geht doch. Stachelkopfstoß. Okay, weg, 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 weg. Puh. Was? Energieabsorption? Ah, okay. Hat wohl scheinbar nicht geholfen. Glück gehabt. Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Au. Obwohl ich ausweiche hier, ja? Rage Boat. Au. Oh, komm schon. Das gibt's doch nicht. Alter, wie kann der das so überstehen? Das ist doch wirklich nicht mehr normal. Mist. Zu weit weg von diesen Art Angriff. Wie? Das hat getroffen? Nein, Energieabsorption! Nein! Oh Mann! Das hat er vorhin nicht einmal gemacht und jetzt macht er das ständig! Oh nein, nicht gelähmt sein, nicht gelähmt sein, nicht gelähmt sein! Oh, Glück gehabt. Ey, das ist mies! Obwohl ich so einen hohen Level habe, habe ich gegen den kaum eine gute Chance. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Oh, lass dich doch mal in Ruhe. Ey, ich bin fast tot. Ja.
Wie konnte der mich treffen, Mann? Nein! Oh, Glück gehabt. Ey, jetzt wird's richtig knapp hier. Geschafft. Aber das war richtig knapp, ja. Oh, ich hab's geschafft, ey. Alter, ich hab's geschafft. Ey, nun habe ich schon so ein hohes Level. Weil ich hatte gegen die echt nur schwer eine Chance. Das muss man sich erstmal... Oh. Wow. Meine arme Stimme gerade. Mist. Es war ein großartiger Kampf. An deiner Stelle wäre ich dann auch nicht so sicher. Eines Tages werde ich den ultimativen Cyborg erschaffen, der dich ein für alle Mal erledigt. Ach wirklich? Da habe ich ja endlich mal etwas, auf das ich mich mal freuen kann. Noni? Was? Du lässt uns einfach gehen? Ja, du hast doch gesagt, dass du jemanden bauen willst, der richtig stark ist, oder? Lass mich nicht warten. Ich will unbedingt gegen diesen Kerl kämpfen. Für diesen Fehler wirst du teuer bezahlen. Klingt gut. Ich kann es gar nicht erwarten. Ist das dein Ernst? So, Goku, du bist echt wahnsinnig. Na gut. Zwei Medals bekommen. Herrlich. Und Aufstieg, Level 80. Puh. Geheimnisse des Erfolgs. Entwicklung. Naja. Na komm, wenn ich schon mal so dabei bin. Ich sammle mir diesen Dragon Ball noch ein. Wo ist denn der genau? Ist der etwa dahinter? Ja. Dann kann ich den ja natürlich nicht finden. Es ist nicht so kalt. So, ich höre das Ding schon. Golden Nabel. Hä? Ich habe mir den doch markiert. Ach da. Ein Dino. Na komm. Verwende Ki-Explosion, um Dinosaurier zu besiegen. Ja, aber hallo. Wo will der denn hin? Boah, Alter, wo rennt der denn hin? Erledigt. Ein blauer Dinohorn. Okay. Na gut. Dann düsen wir mal zum nächsten Gebiet. Auf der Erde gibt es nur noch eine Mission. Und zwar in Ingwerstadt. Alles klar, los geht's. Ingwerstadt. Ach ja. Wie schaut's denn hier so aus? Hier gibt's einen Dragon Ball. Den kassiere ich mir jetzt einfach mal. Ich meine, vorbereitet sein kann man ja ruhig, ne? Falls man noch mal irgendwie mal so einen Wunsch braucht.
Okay, das Ding ist wieder im Wasser. Na gut. Ach da. Okay. Jo, dann ist das hier auch erledigt. Ja, dann kann man jetzt ganz normal zu dieser Mission da hoch. Miaum. Ich hätte den Orbiter eigentlich jetzt auch gerade schön kaputt machen können, aber nö. Ach, Genio. Ach, stimmt ja, das ist ja so eine Mission für Vegeta, ne? Das war so eine Vegeta-Mission. Nee, hier bin ich falsch. Gruppe. Und hallo, Vegeta. Ja, komm, nehmen wir noch ein paar Supporter mit. Passt das einigermaßen. Tag. Na, kennst du mich noch? Jo. Hey. Vegeta? Keine verächtlichen Witze, Genio. Das hat ja doch gar nicht. Das sieht ja doch gar nicht ähnlich. Oh. Ich habe dich und deinen Trupp von Gutmenschen seit meiner Ankunft auf diesem Planeten beobachtet. Wenn auch nur als Frosch. Mir ist wohl bewusst, dass du stärker geworden bist. Es wäre töricht, dich jetzt herauszufordern. Ich fühle mich ja geschmeichelt. Ich würde mich ja für meine Rückverwaltung bei dir bedanken, aber ich habe dieses ungute Gefühl, dass du vorhast, mir alle Knochen im Leib zu brechen. Bist ja wirklich schlau. Aber da ich wohl keine andere Wahl habe, tu, was du tun musst. Was? Sogar. Also gut, dann zeig mal, was du drauf hast. Der nimmt das ja richtig locker. Cool, ich habe sogar meine Supporter dabei. Ach ja, du kennst ja das mit dem Super Saiyan noch nicht. Guck mal. Ja, geil. Der hat mich in meinen Angriff gestört. Hui, Alter, geil. Tja, so viel dazu. Nicht schlecht, der Captain Umhang ist offenbar nicht nur Show. Oh, danke. Der bedankt sich? Ja. Oh, schon fertig? Ich hatte eigentlich gehofft, dich in Aktion erleben zu können. Oh, ich trainiere. Jetzt gehört dein Körper mir, Vegeta. Ach, wirklich, du Narr? Genau damit habe ich gerechnet. Also hatte ich recht. Und jetzt stirb. Warte. Hey, ich habe mich doch nur vom Fliegen ernährt. Ist es denn so schlimm, dass ich ein bisschen höher hinaus will?
Unverschämt bis zum Ende. Statt deine Zeit damit zu verbringen, fremden Körper zu übernehmen, trainiere gefälligst mal. Kämpfe nochmal gegen mich, wenn du nicht mehr so ein Jammerlappen bist. Hey, du hast mich schließlich zurückgewünscht. Du gemeiner Mist. Aber du hast nicht ganz Unrecht. Ich bin der Captain der besten Armee des Universums. Nur ich allein kann die Ehre meiner Stellung schützen. Na, sieh mal einer an. Klingt ja vielversprechend. Komm schon, greif mich an. Ich warte hier. Naja, gut. Ginyu Medal, alles klar. Damit habe ich einmal die komplette Ginyu Armee. Und Aufstieg. Wollen wir mal nicht im Weg stehen, ne? So. Alle Missionen erfüllt. Naja, bis auf das mit den heftigen Gegnern da. Aber das ist ja doch mal ein ganz anderes Kaliber. Abseits der Erde. Land der Kaios und Neu-Namek. Land. Ja komm, lass mal dahin. Zum Reich der Kaioshins. Oh, hier geht sogar zwei Missionen. Alles klar. Einer davon ist auf jeden Fall so eine Son Goku-Mission. Deswegen, ich sollte vielleicht gleich mal wechseln. Gruppe mit Son Goku, bitte. Ja, das da kann nur Bu sein, den er zurückgewünscht hat. Und? Ja, das ist er. Bu mit Heiligenschein. Naja. Hey, lange nicht gesehen, Bu. Du bist hoffentlich bereit dafür. Ich bin's nämlich. Stufe 82. Oh, gerade so noch in den Rage-Mode gesprungen. Feuerattacke! So, dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Oh. Au. Oh oh. Bams. Ups. Blende den mal schnell. Oh, der Attacke, da geht er durch. Nein! Okay. Alles klar. Ist der gelähmt oder was? Unheilbar ist er. Au. Oh oh. Au. Clean. Alter, ich habe den erst einen Balken abgezogen. Ne, zwei. Alles klar. Was? Was?
Mist! Ich sehe natürlich jetzt echt viel. Und das gegen Bu, das darf ja nicht wahr sein! Alter! Au, 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 au! Ich brauch mal kurz Hilfe! Oh oh. Weicht er dem einfach aus? Mann! Ich habe keine lebensenergiespendenden Items dabei, ey. Gut, dass ich Krillin dabei habe, der heilt mich wenigstens mal ein bisschen auf. Oh nein. Das mitten in meinen Angriff hier. Ups. Das ist mies, ey. Okay, alle zusammen. Oh, dass er das einfach überlebt, ja. Na gut, es ist halt gut. Aber wir haben es gut geschafft. Schöne Erfahrungspunkte. Hm. Nice. Puh, nichts ist besser als gegen dich anzutreten, Bu. Ich kann es kaum erwarten, nach deiner Wiedergeburt gegen dich zu kämpfen. Es klingt, als hättest du auch Spaß. Okay, dann bis später. Majibu. Hi. Na gut, das war dann diese Mission. Wenn man bedenkt, dass das hier empfohlene Stufe 76 sein soll. Ja, ja, so viel dazu. Ich habe zwei Karten bekommen, nicht schlecht. Mann, hoffentlich wird Bu bald wiedergeboren und wird groß und stark. Und Level wieder für ein paar Charaktere. Ja. So ist es. So, Reich der Kaioshins. Die haben hier Ressourcen. Soll ich nachgucken, ob es hier was Spannendes gibt? Ja, komm. So oft bin ich ja nicht hier. Bums. Stufe 80. Geil. Puff. Ich komme jetzt endlich rein. Schwarzer Meteorit. Nicht schlecht. Weißer Meteorit. Okay, das ist Standard. Und rosa Meteorit. Alles klar. So, erstmal das hier ist eine D-Medal. Nehme ich gerne. Was haben wir hier? Geheimnisse des Erfolgs für Training. Okay. Ist allein schon deswegen lohnt sich das. Nee.
Da drin. Ah ja, okay, das Ding habe ich schon mal geplündert, oder? Blauer Kristall, orangener Meteorit. Oh! Habe ich das Ding etwa nie gecheckt? Und ja, damit. Keines des Erfolgs wird Siegkrieger. Ah, schön. Ja, ja. Ich will ganz kurz was checken hier. Ja, ich sehe schon, hier unten gibt es ja eine neue Erdenmission. Der westlichen Hauptstadt, alles klar. Aber jetzt bin ich sowieso erstmal Interstellar unterwegs. Steckt dieser Rohling? Welcher Rohling? Ich etwa? Na gut. Hey! Sprich nicht so mit mir! Ich habe mit dir noch ein Wörtchen zu reden. Oh je, ich habe keine Ahnung, was es geht. Das sieht ziemlich verärgert aus. Habe ich etwa was angestellt? Oder vielleicht etwas vergessen? Wann wirst du dein Versprechen nachkommen? Sag bloß nicht, du hast es vergessen. Mein Versprechen? Du wolltest eine echte Frau für mich finden, die ich küssen kann. Ja. Oh oh, das hatte ich komplett vergessen. Also, ich meinte ja eigentlich nur... Verstehe, du hast also einen Kaioshin belogen. Dann werde ich dir wohl mit Enmadayo ausmachen müssen, dass du deinen Körper verlierst, wenn du stirbst. Was? Nein, nein, bitte tu das nicht. Wenn ich meinen Körper verliere, kann ich ja nicht mal mehr kämpfen. Ja, der alte Kaioshin möchte, dass Sagoku das beim Kampf gegen Buu abgegebene Versprechen einhält. Na dann. Das Versprechen. Sagoku hält sein Versprechen. Okay, okay, warte kurz. Ich stecke echt in Schwierigkeiten. Oh, ich muss mit Bulma reden. Na klar. Ist schon klar. Hey Bulma! Oh, Sagoku! Kann ich dir denn helfen? Also, es geht darum. Bla 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 bla. Ja, so sieht es also aus. Meinst du, du könntest dem Kaioshin ein Küsschen geben? Ja, ja. Natürlich nicht! Warum denn nicht? Es tut auch nicht weh oder so. Warum fragst du denn nicht Chichi, ob sie es machen würde? Weil sie mich dafür umbringen würde? Ich bitte dich, Bulma. Du bist echt anstrengend, weißt du das? Meinetwegen. Wenn du mir einen Gefallen tust, denke ich darüber nach. Wirklich. Bringe mir alle 7 Dragon Balls. Was? Was? Das war's schon? Alles klar. Die habe ich ja 0, nichts zusammen. Das will ich auch hoffen. Einmal alle Dragon Balls. Alle Dragon Balls. Oh nö, dann bin ich ja schon wieder auf der Erde. Dann kann ich ja gleich weitermachen hier. Einmal alle Dragon Balls. Naja gut, dass wir schon 2 Stück haben, ne? Haben wir erst 2 oder haben wir sogar schon 3? Ja, wir haben sogar schon 3. Ja, guck mal an. Das geht doch voran.
Okay, schon wieder Dragon Balls sammeln. Wo sind sie nur? Gibt's eigentlich in diesem Ort einen Dragon Ball, wo ich jetzt gerade bin? Nö. Aber es gibt eine Nebenmission. Genau zu sein einer. Alles klar. Nein! Arale? Oh, ich glaube, ich habe mich verlaufen. Arale? Ja, moin! Okay, alles klar. Oh, hey, du bist es. Hm? Wer bist du denn? Kennst du mich? Ja, ich kenne dich. Ich habe dich getroffen, als ich doch ein Kind war. Du hast mir wirklich geholfen, als die Red Ribbon Army meine Dragon Balls stehen wollte. Ach, echt? Mann, es ist so lange her. Damals hatte ich es echt eilig und ich habe vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Son Goku. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Arale. Und das sind, das ist Gacha. Also, was macht ihr denn so weit hier draußen? Wir sind zu zweit gewandert. Findet ihr wieder nach Hause, ohne euch zu verlaufen? In welche Richtung liegt Pinguinhausen? Moment mal, heißt das, ihr habt euch schon verlaufen? Hm? Ich hab mich verlaufen. Weißt du, wo Pinguinhausen liegt? Guppipo. Arale und ihre Freunde haben sich weit von zu Hause verlaufen. Hilf ihnen, den Weg zurück nach Pinguinhausen zu finden. Okay, warum nicht? Jetzt geht's los! Na klar, ich denke, ich könnte euch dorthin bringen. Ja, hurra! Also, was machst du? So gespannt? Oh, Moment. Ich weiß ja nicht mal mehr, wo euer Dorf liegt. Oh nein! Keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Ich frag Wahrsagerin Barber. Was? Wahrlaberin Barber? Ist sie stark? Auf gewisse Weise schon. Sie ist eine verrückte, kluge alte Dame, die uns ganz bestimmt sagen kann, wo euer Dorf liegt. Hurra! Gut, dann besuchen wir die Wahrlaberin Barber. Wahrlaberin. Wahrlaberin, okay, das ist cool. Das ist gut. Einen Moment, vielleicht kann ich herausfinden, wo sie steckt. Was? Gefunden! Ich werde uns teleportieren, also halte ich fest. Okidoki! Oh, schön! Hier ist er, haben wir ja vielleicht sogar Glück, dass wir einen neuen Ort freischalten. Theoretisch. Vielleicht. Mal gucken. Naja. Im Wüstendorf? Oh, bist du Wahrsagerin? Ihr sagt ja extra Wahrlaberin, ne? Bist du Wahrlaberin? Baba? Du hast ein lustiges Gesicht. Ups. Was hat das denn zu bedeuten, Son Goku? Wer sind diese unflätigen kleinen Plagegeister? Oh, das kleine Mädchen heißt Arale. Sie hat sich verlaufen und muss wieder zurück nach Hause finden. Könntest du uns sagen, wo das ist? Ja, es nennt sich Pinguinhausen. Was denkst du, was das hier ist? Ein Kindergarten? Ach komm schon, Wahrsagerin Baba. Nimm dir ein Herz. Wenn ihr meine Hilfe wollt, kostet euch das was. Oh, ich habe kein Geld, aber ich besorg dir ein paar Edelsteine. Was? Das würde gehen, oder? Mal sehen. Dann hol die Edelsteine. Juhihi! Okay, mach mich dann mal auf die Suche.
reiner grüner Kristall, reiner roter Kristall und reiner blauer Kristall. Jeweils 3 Stück. Die müsste ich sogar zufällig haben, oder? Was? Alles klar, das sollte reichen. Läuft, ich hab die Dinger schon. Damit sollte Wahrsager und Baba uns helfen. Einfach mal random schon alles da. Ja, ich hab die Sachen, die du brauchst, Wahrsagerin Baba. Erstmal was trinken hier. Das sind auf jeden Fall schöne, ziemlich schöne Edelsteine. Wirst du uns also helfen, Pinguinhausen zu finden? Nun gut, ich helfe euch. So gespannt. Pinguinhausen. So cool. Und, hast du es gefunden? Die Kristallkugel hat mir den Weg nach Pinguinhausen gezeigt. Super, alles klar, dann müssen wir starker sein. Wenn das alles war, dann geht. Na los, geht's. Danke. Klaro, danke, Wahrsagerin Baba. Was? Okay, Arley, seid ihr bereit, zurück nach Pinguinhausen zu gehen? Oh, schade. Oh, Mann. Da wäre ich gern selber hingeflogen. Ja? Oh, das wär's doch. Und Arale und Gatchan jeweils Goldmedals. Läuft. Ach Mann. Warum kriegen wir jetzt eigentlich eine Ladesequenz? Das war sonst nie so nach einer Mission. Es sei denn, man ändert den Standort. Wo sind wir jetzt? Huch! Junge, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauern würde, das kleine Mädchen zurück nach Pinguinhausen zu bringen. Senbei? Entschuldigung. Anno. Du hast nicht zufällig ein paar lebhafte kleine Kinder hier gesehen, oder? Hä? Lebhafte Kinder? Moment mal, meinst du Arale und die anderen? Ja, sind sie hier? Nein, sie sind wieder in Pinguinhausen. Was? Boah, was ist denn das für ein Geschrei? Ist alles in Ordnung? Tut mir leid, ich bin nur ein bisschen durcheinander. Ich bin aufgebrochen, um Arale zu suchen. Aber dann hatte mein Flugzeug eine Fehlfunktion. Außerdem war ich sehr damit beschäftigt, sie zu finden, dass ich nicht mehr wusste, wo ich bin. Das habe ich mich verlaufen. Moment mal, wenn du nach Arale suchst, heißt das, du bist aus Pinguinhausen? Du kennst Pinguinhausen? Ja, bin gerade von dort zurückgekommen. Hä? Du bist gerade von dort zurückgekommen. Also da ich jetzt weiß, wie man nach Pinguinhausen kommt, soll ich dich dahin bringen? Das kann ich ja. Ja, bitte. Vielen Dank. Mann, du musst ja richtig in Schwierigkeiten gesteckt haben, wenn du so reagierst. Und wie sollen wir dorthin kommen? Du scheinst kein Flugzeug oder ein anderes Transportmittel zu haben. Ich benutze einfach Teleportation. Oder zumindest würde ich das, wenn ich Arales Ki spüren könnte. Was? Nun gut, ich muss dich da wohl auch einfach dorthin fliegen. Hä? Fliegen? Du kannst fliegen? Ja, aber wenn du runterfällst, stirbst du wahrscheinlich, also halt dich gut fest. Moment mal, sterben? Okay, los geht's. Ja. Ist das nicht ein bisschen schnell? Ich fall doch runter. Was? Legen wir noch meinen Gang zu. Senbei Norimaki kommt endlich wieder nach Pinguinhausen, aber diese Tortur scheint ihn echt geschafft zu haben. Und jetzt noch den, alles klar. Gut, Level, einfach mal random Level bekommen. Ist klar. Ist schon klar.
so, einfach mega geil. Ja, das sind so Dinger. Unglaublich. So, auf der Erde haben wir mal wieder alle Missionen. Das heißt, wir gehen erstmal zum Meister Quidditch Home. Darunter werden wir gleich den nächsten Dragon Ball sammeln, weil wir dürfen erstmal wieder Dragon Balls farmen. Sollte ja relativ schnell gehen, denke ich mal. Ui. Das hat mich gerade geschüttelt. Willkommen zurück, die Sensoboen sind bereit. Setzen Sie gut ein. Sensoboen, 6 Stück hat es schon wieder. Apropos, ich sollte vielleicht mal meine Gegenstände mal ausrüsten hier. Ja, Erholung. Super, stellt 20% TP wieder her. Oh, 30% ist auch nicht wirklich viel eigentlich. Ja, 3 Stück hat man vielleicht Lebensenergie wieder voll, aber ich habe davon nur 6 Stück. Oh Mann, ey. Oder hier mit diesen Festen, die sind natürlich auch ein Witz. 50.000 TP, wenn ich jetzt schon 1 Million habe, sind 50.000 Witz. 20%, ja gut, das kann man ja eigentlich schon eher nehmen. Alter, wie viele Bohnen habe ich hier schon? Oh. Ah komm, das hier gebe ich mir. Ne, warte mal, wie... Auswahl öffnen, ah, hier. Heldemonade können wir dahin packen. Energie stellt mit der Zeit eine kleine Menge TP wieder her, stellt mit der Zeit... stellt mit der Zeit eine große Menge TP wieder her. Ja, mit der Zeit, ne? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das hier definiert wird. Ach, Mann. Ja, komm. Den Vita-Drink, den packe ich mir jetzt auch einfach mal auf dem Viereck. Auch wenn es nur 50.000 sind, aber... Was soll ich machen? Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie die jetzt funktionieren, ne? Gut, kann man nur herausfinden, wenn man es mal ausprobiert. Deswegen packe ich mir das hier rein. Das hier auch. Die Sensoboen, die hebe ich mir einfach noch auf. Das sind gerade für so diese Berserker-Gegner eigentlich ganz gut, denke ich mal. Gut, dann speichere ich mir das mal kurz weg. Ist der Goku schon Stufe 82? Nicht schlecht. Ach, siehst du, dann kann ich ja jetzt demnächst mal wieder neue Fähigkeiten gucken, was ich da lernen kann. Sollte ich auf jeden Fall wieder machen. Gehört ja schließlich so ein bisschen mit dazu in meinen 100% Run. Na gut. Dann abwärts. Nicht mehr lange bis zum DLC. Ah ja. Ja, dann kassieren wir uns mal den Dragon Ball. Das war schon fast zu weit hier. Da oben. Her damit. Gut, ja, das war's schon. Gehen wir mal dahin. Einfach mal ganz locker. Spricht ja nichts dagegen. Gut. Alter, hier direkt mal zwei Orbiter irgendwie. Da drüben, naja. Naja gut, das ist schon noch ein Stück entfernt.
dass da direkt ein Dragon Ball ist, ist auch nice. Jetzt das nächste Mal, wenn ich bei Bulma bin, kann ich ja mal gucken, ob ich jetzt inzwischen schon die ersten Fahrzeuge komplett aufwerten kann. Auf zur Weltkarte. So, wo haben wir noch einen Dragon Ball da oben? Beim Olivendorf. Das geht auch gut voran. Gut, das mit dem Laden ständig, das ist natürlich ein bisschen nervig, aber ist halt jetzt so, ne? Kann man nichts machen. Okay. So, hier. Okay, hier ist sonst nix. Gegner. Warum sind hier jetzt so viele Gegner? Müssen die kämpfen oder kann man die kaputt machen? Die wollen kämpfen. Der letzte. So, das war's dann gleich mit dir. Und tschüss, Mann. Easy. Einer fehlt noch. Okay, ansonsten scheint es hier nichts in der Nähe zu geben. Passt schon. Karte. Dann einmal dahin. Eieiei. So, wo ist der Dragon Ball? Natürlich unter Wasser, ist klar. Auf zum letzten Dragon Ball. Hey, auch anhalten. Okay, ich sollte besser zu Bulma zurückkehren. Okay, dann wollen wir mal zu Bulma. Bevor ich hier absaufe. Muss ja nicht sein. Okay. So, wo war die nochmal? Irgendwie da so. Genau.
etwas bauen. Siehst du, da können wir auch gleich mal gucken, ob wir schon was machen können. Ach so, das sind die Stufen für die Fahrzeuge. Anpassen. Ausrüsten nicht möglich. Hä? Ach so, hier war das mit dem Chips, ne? Verbesserung. Ey, das gibt's doch nicht, ey. Grauer Meteorit und blauer Meteorit fehlt. Mann. Das ist irre hier, die Dinger. Grauer und blauer Meteorit. Alter, wie viele braucht man davon? Gelber Meteorit. Oh, da fährt doch ein grüner. Der hier wäre halt wahrscheinlich als erstes fertig. Ey, wir können auch nichts auf Max Out machen. Eigentlich schon wieder schade. So, hier hast du deine Dragon Balls. Wow, das ging ja schnell. Na, Sishi. Danke, das hilft mir sehr. Sag mal, wozu brauchst du die eigentlich? Ich mache mir Sorgen, dass ich Falten bekomme und dachte mir, ich könnte mir eine Hautverjüngung wünschen. Natürlich. Wie bitte? Das möchtest du von Shenlong? Ist das so schlimm? Ich werde die restlichen Wünsche für gute Zwecke nutzen. Aha. Du wirst dich also mit dem alten Kaioshin treffen, ja? Ja, ja. Auf keinen Fall. Was? Oh, du hast es doch versprochen. Ich habe versprochen, darüber nachzudenken. Ach, komm schon. Okay, okay. Ich habe eine Idee. Hör zu. Was das für eine Idee ist? Oh, meine Güte, du bietest mir aber einen wirklich einen prächtigen Anblick. Ja. Okay, damit ist er mit seiner Mission happy. Uiuiuiui, Erwachsene-Medaille. Na toll. Und den alten Kaioshin als Medaille. Na, her damit. Nee. In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Und bringen was hinter uns? Das Küssen natürlich. Wirklich? Nun denn, bringen wir es hinter uns. Oh nein! Was? Mist, ich hatte keine Zeit mehr. Oh oh. Du hast mich reingelegt. Dachtest du, du könntest mich mit einer Trampe täuschen. Marina! Ja, tut mir leid. Die echte Bulma war diesmal nicht so ganz verfügbar. Kona! Du machst es, dich über den obersten aller Kaioshin zu lustig zu machen. Das werde ich dir niemals verzeihen. Ja, bei. Hey, ich habe dir doch gesagt, dass das nicht funktionieren würde. Hol mich hier verdammt nochmal raus. Okay. Entschuldigung nochmal, alter Mann. Bis später. Hey, komm zurück! Hm. Die Idee war an sich nicht schlecht. Ganz ehrlich, hätte ich das eher mit Pool gemacht, statt mit Oolong. Weil bei Oolong weiß man ja, der kann es nur wirklich sehr begrenzt das Ganze aufrechthalten. Oh Mann. Vergiss dein Versprechen nicht. Ich habe Bulma auch schon vorschnell Dinge versprochen, weil ich in ihr Schuld stand, aber trotzdem. Ja, der alte Mann war ganz schön sauer, was? Ja, ich kann es ihm auch nicht verübeln. Ich weiß. Nächstes Mal bringe ich ihm was Leckeres zu essen mit. Das wird ihn bestimmt aufmuntern. Das sollte es auch lieber. Oh, Stufenaufstieg. Alles klar.
Eieiei. So, wie sieht's denn hier so gerade aus? Stufe 70. Oh Gott. Ich bedenke, ich bin schon Stufe 82, ja. Komm, die gebe ich mir jetzt. Boah, hau doch nicht ab. So, ich bin gelähmt. Und das wollte ich zwar eigentlich jetzt nicht einsetzen, aber okay. Achso, ich habe keinen Key dafür. Hallo, Genki Dama! Boah, die Lebensanzeige. Wow, dass der mich doch gestört hat. Bams. Oh nein. Und tschüss. Das war easy. Okay, die Drachenfaust gelernt. Ultimative Folge Energiestrahl. Gut, brauche ich zwar nicht unbedingt, aber mache ich trotzdem. Okay. Huch! Da kam eine Genki Dama auf mich zu. Oh Mist, hat's doch noch erwischt. Ich dachte, das wäre gerade das letzte. Der letzte Moment, wo das daneben geht. Schon wieder gelähmt. Der ist nicht teleportiert? Na gut. Oh, Alter. Das war's gleich. Oh, komm schon. Ein gelenktes Kamehameha. Mhm. Na gut. Das war's. Und Super Genki Dama X. Alles klar. Gegen Son Goku, Vegeta und Son Gohan. Hm. Die müssen erstmal geladen werden. Oh, ich habe gar keinen Key dafür. Erstmal wieder Super Session 3. Wir sind irgendwo unter Wasser, oder? Oh, gerade wo ich mich wegteleportieren wollte hier. Ims.
Käsehorn. Bums. Okay, jetzt gehen wir gleich wieder in den Rage-Mode. Ups, au. Ey, das gibt's doch nicht. Ich dachte schon, ich lande jetzt keine Treffer mehr. Ah ja. Das Energieheilung bringt ja doch ein bisschen was. Aber wie ist jetzt die Dauer davon? Ah, okay, das hat schon wieder aufgehört. Ah, kein Key. Creeps! Glück gehabt. Ja, ist klar. Skips. Auf die Fresse. So. Bams. Sehr schön. Ja, Limit Breaker mal Senko Stufe 90, ey. Ja, mit Vegeta sind hier auch einige 70er. Die sollte ich vielleicht auch machen, oder? Die Super-Urknall-Attacke. Ja, damit. Das gebe ich mir jetzt einfach. Oh, sofort gelähmt nach sowas. Ey, warum? Oh, schön. Oh, schon wieder gelähmt. Ich habe für mich leider keine Anzeige, um zu sehen, wann ich wie gelähmt bin. Das sieht man leider nur beim Gegner. Der ist Geschichte. Au. Ups. Oh, gerade so. Oh, das Gewicht wollte ich gerade sagen. Da fliegt er nochmal direkt rein. War's. Ultimative Stellfeuer-Keywelle ist klar. Und Limit Breaker, Gallic-Strahl. Mhm. Ah, Piccolo ist gerade Stufe 60 geworden. Ja, Trunks, der gerade mal, der schon Stufe 55 ist, aber hier noch keine weiteren erlernen kann. Ey, das ist mies.
Okay, reicht erstmal. Kann ich mich hier irgendwo heilen? Da drüben. Da drüben habe ich auch irgendwas markiert. Okay. So, ausruhen. Gut. Ah ja, da ist wieder ein Dragon Ball. Hat Bulma sich schon alles gewünscht, was er wollte? Ah, und es gibt da oben wieder eine Mission. Dann düsen wir mal dahin. Wo wir noch nicht waren, war bei Neu-Namek. Hier ist gerade nicht viel los. Ach, Jörgchen, Bulma hat jetzt eine Mission für mich. Ich würde echt gerne auf andere Gedanken kommen. Na gut. Ich frage mich, wie es Trunks in der Zukunft vorgeht. Ah, okay, das ist eine Trunks-Mission. Ah, unsere erste Trunks-Mission. Okay. Wo ist er denn? Da ganz unten, ey. Warum ist er so weit da unten? Na gut. Mit Bulma sprechen. Amu. Ach, Mutter. Nani? Was gibt es denn? Naja, ich bin nicht wirklich wegen deiner Hilfe hier. Eigentlich hat meine Mutter in der Zukunft mich gebeten, etwas für sie mitzubringen. Vielleicht kann meine Mutter in der Gegenwart mir dabei helfen, es zu finden. Trunks wurde von seiner Mutter gebeten, etwas aus der Vergangenheit zu holen. Vielleicht kann es Bulma in dieser Zeit helfen. Na gut. Einsamer Wächter. Was? Anu? Ich wollte dich etwas fragen. Super, was auch immer es ist, ich mach's. Wirklich? Ich habe noch gar nichts gefragt. Hey, ich schlage meinem Sohn nichts aus. Also los, frag ruhig. So ist sie halt meine Mutter. Also, ich würde gerne Samen für eine Pflanze mitnehmen, die in meiner Zeit ausgestorben ist. Meine Mutter, du aus der Zukunft, hat mich gebeten, sie mitzubringen. Sie will sie anbauen, weil sie so nährstoffreich sind. Ach ja, um welche Pflanze geht es denn? Eine Magidemie. Eine Magidemie? Die ist nicht leicht zu finden. Sogar in dieser Zeit ist sie schwierig zu finden. Sie wächst an einem ganz besonderen Ort. Ja, das habe ich gefürchtet. Aber ich kann in meiner Datenbank herausfinden, wo. Moment. Ah, okay. Vielen Dank. Der Standort der Magidemie wurde auf deiner Karte markiert. Du solltest sie in diesem Wald finden können. Du weißt ja schon, dass du vorsichtig sein sollst, oder? Jawohl. Ach ja, nördliches Gebirgebereich, alles klar. Einmal nach da oben. Dann würde ich auch sagen, dass wir an dieser Stelle nochmal eine weitere kurze Pause starten. Ja, wir machen ja noch ein bisschen... Daher passt das schon. Wo ist denn das Ding ganz genau? Da hinten. Ich meine, man kann ja schon mal hinfliegen. Ne, spart uns ein bisschen Zeit. Oh, wenn ich gegen die kämpfe, ich habe ein bisschen Schiss gerade.
dass wir zum Glück abhauen hier. C17? Alles klar. Ja, 65 wird Trunks nicht überleben. Das wird tatsächlich so sein. So, ich speichere hier nochmal. Sicher ist sicher. Und dann machen wir wieder unsere kleine Pause. Ne? Also dann, bis gleich. Buh. Ja, da sind wir wieder. Wieder zurück aus unserem Speichermenü. Ding Dong. Ach ja. Na gut. Katsching. So. Alles klar. Jo, dann machen wir mal weiter. Gruppe haben wir ja schon gewechselt. Huch. Sieht aus, als wären die Dragon Balls wieder hergestellt. Ja, die hast du mir gerade abgenommen. Für deinen blöden Wunsch. Konnte ich mir auch nicht mal selber äußern. C17 ist wirklich als Mission. Ja, Stufe 65 hier, ne? Das ist schon übel. Mist, ich häng fest. So. Einmal das hier. Schickes Piercing. Und eine D-Medal. Und eine Erinnerung mit der böse Ninja Murasaki. Die Red Ribbon Armee nimmt das Oberhaupt von Sunaos Dorf als Geisel. Damit wollen sie die Bewohner dazu bringen, nach den Dragon Balls zu suchen. Son Goku bringt dringt in die Basis der Red Ribbon Armee, den Muskelturm, ein und kämpft dort gegen einen Attentäter nach dem anderen. Einer von ihnen, Ninja Murasaki, versucht, Son Goku mit seinem geschätzten Katana Sasanishiki, hoffe ich habe das auch richtig ausgesprochen, aufzuhalten, das jedoch keine Wirkung zeigt. Sasanishiki-Scherbe, alles klar. Na gut. C17. Moment, das ist doch C17. Jo. Ah, du bist Trunks, oder? Ja? Ich würde fragen, was du hier tust, aber ich bin froh, dass du da bist. Hä? Kämpfen wir. Ich will deine Kräfte schon lange auf die Probe stellen. Du willst gegen mich kämpfen? Sind Cyborgs in dieser Zeit auch grausame Killermaschinen? Oh je. Okay, komm. Diesen Level-Unterschied sollte doch machbar sein. Au. Ja, Trunks, seine Angriffe sind auch nicht mehr so wirklich stark, ne? Au. Mann! Mann, hä? Was mach ich denn hier für Blödsinn? Ja, das ging jetzt natürlich voll daneben. Ist klar. Ich hab da eine Barriere. Okay.
Natürlich. Ich sehe gerade, selbst Tenshinhan und Krillin können es hier schon mithelfen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Nicht schlecht. Und eine Barriere. Schlecht. Ja, die Unterstützer, die bringen jetzt tatsächlich in diesem Kampf etwas. Sonst machen die immer nur einen Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Genau in zur selben Zeit macht eine Barriere. Ist klar. Gatsching! So. 400.000. Nehme ich mit. Nicht übel, Trunks. Gleichfalls. Du bist viel stärker als früher. Du meinst stärker als mein Zukunfts-Ich? Ja. Marina. Entschuldige die spontane Herausforderung. Wenn du hier bist, hast du meine Schwester und mich in der Zukunft schon zerstört, oder? Ich wollte deine Kraft mit eigenen Augen sehen. Oh, okay. Ich dachte, du hältst dich zurück. Ich dachte, du hältst dich zumindest etwas zurück. Entspann dich. Bei deiner Zukunft kann man es dir nicht verdenken. Aber das ist deine Zeit, nicht meine. Also geht es mich nichts an. Tja, vielleicht hast du ja recht. Die Cyborgs, die ich kenne, sind anders als du. Hallo? Was machst du hier eigentlich genau? Ich bin Förster, ich kümmere mich um die Pflanzen und Tiere. Was? Jare. Ich habe mir nie vorstellen können, das zu tun. C16 schon, aber ich? Wirst du hier draußen alleine nicht einsam? Ja. Oh, das stellst du dir falsch vor. Ich wohne nicht allein. Du wohnst mit jemandem zusammen? Naja, ich... Ja, ich bin verheiratet. Was? Wow, er ist überhaupt nicht wie der C17 aus meiner Zeit. Er ist wie eine andere Person. Ich hätte mir wohl keine Sorgen machen müssen. Ich kann mir C17 schlecht verheiratet vorstellen. Ach, stimmt. Was ist los? Ich bin hier, um Magidemien-Samen zu finden. Magidemien-Samen? Ja, in der Zukunft ist sie ausgestorben. Diese? Alles klar. Warte einen Moment. Na. Hier, das sind sie, oder? Du hast Magidemien-Samen gefunden oder erhalten. Oh, danke. Warum hast du sie extra für mich geholt? Naja, für gewöhnliche Personen ist das ja nicht gerade einfach zu finden. Oh, verstehe. Diana. Also, wenn du hier fertig bist, musst du gehen. Ich habe noch zu tun. Ein Cyborg, der sich um einen Wald kümmert. Hoffentlich wird es in meiner Zeit auch bald so wieder grün. Oh. Ja. So ist das.
LAC 17. Okay. Nehme ich gerne. Na gut. Ja, dann ist eigentlich klar, dass wir wieder zurückgehen. Aber ich habe eigentlich erwartet, dass wir automatisch dahin geportet werden. Ist ja schließlich ihre Mission. Naja, obwohl, nee, ist ja nicht ihre Mission. Naja, gut, passt schon, passt schon. Okay, das hier ist definitiv keine Mission für Schwanz. Was mache ich denn hier für Blödsinn? Muss mal kurz gucken hier. Du kannst die Lebensstory nur, in Krillin in der Gruppe nicht fortsetzen. Ändere deine Gruppe, um fortzufahren. Mit Krillin. Wie sieht's eigentlich aus? Kann ich dann wieder mit Son Gohan oder so zocken? Krillin muss leider ausgetauscht werden. Ja, komm. Tenshinhan und Chao Zu, beide zusammen als Unterstützung. Hat sicher was. Ja, ich kann mit Son Gohan. Hey, hast du Trunks gesehen? Ich meine den erwachsenen Trunks. Echt jetzt? Ist das jetzt dein Ernst? Erscheint und sagt, nö. Ich will lieber Trunks. Nee. Na gut, hier bin ich. So, ne. Ich würde ja wirklich gerne gehen, aber ich kann nicht. Hallo? Was ist los? Oh, Trunks. Einige Leute treffen sich im Kamihaus, aber mir ist was dazwischen gekommen und ich schaffe es nicht. Ich verstehe. Deswegen bist du also bedrückt, was? Es wäre toll gewesen, alle zu treffen und Geschichten auszutauschen. Ja, klingt nach Spaß. Klingt wie totale Zeitverschwendung. Oh, Vater? Ja, Terana. Wenn du Zeit hast, über deine Vergangenheit zu reden, hast du auch Zeit zu trainieren. Typisch Vegeta. Kein Sinn für Nostalgie. Ne. Hey, du meintest doch, du hättest Interesse. Dann solltest du zum Kamihaus gehen. Ich? Ja, warum nicht? Bulma schafft es nicht zum Treffen und schickt stattdessen Trunks. Son Goku, Vegeta und Krillin und Yamcha dürfen nicht in der Gruppe sein. Das ist schon eine ziemlich große Einschränkung, ne? Aber passt ja gerade so. Mein Team habe ich ja gut zusammengebaut. Die Sünden des Vaters. Okay. So, das ne. Weißt du, es wäre nett, mit allen reden zu können. Ich glaube, ich gehe hin. Das höre ich doch gern. Viel Spaß. Danke. Vielleicht können mir die anderen mehr über meinen Vater aus dieser Zeit erzählen. Trunks macht sich auf den Weg zum Kamihaus. Na gut. Gut, 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 gut. Es geht gleich weiter. Konnichiwa. Hey, Leute. Oh, das ist ja Trunks. Ja. Wo ist Bulma? Ich bin stattdessen gekommen, weil sie meinte, es gäbe etwas zu tun. Ha, keine Sorge, Trunks. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Perfekt. Ohne Frauen können wir einen richtigen Herrenabend machen und über Männersachen reden. Na toll. Ja, alle lachen. Was? Yamcha, du warst in Gegenwart von Frauen wirklich mal schüchtern? Oi, oi. Wow, wow, die Geschichte ist tabu, Leute. Es hat eine Menge Blut, Schweiß und Tränen gekostet, darüber hinwegzukommen. Mittlerweile bin ich ein vollkommen anderer.
Ganz genau, Yamcha ist der Beste. Aber hast du dich mit Bulma nicht sofort super verstanden, nachdem ihr euch kennengelernt habt? Nun, ich war auch super entschlossen, also... Bla 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 bla. Ja, so habe ich guten Roshis Stein gefunden und ihn zurückgebracht. Ja, damals warst du ziemlich gemein, Krillin. Du hast mich richtig reingelegt. Hey, hey. Ich war nicht gemein. Ich war einfach ein bisschen, nennen wir es, opportunistischer. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du sowas machen würdest, Krillin. Und so schwelgt die Gruppe noch die ganze Nacht in Erinnerung. Am nächsten Morgen, gerade als alle drauf und dran sind, getrennte Wege zu gehen, fragt Trunks nach Vegeta. Was? Mein Vater hat sowas Furchtbares gemacht? Ja. Das war ein echter Fiesling. Er hat uns auf der Erde und auf Namek ganz schön zugesetzt. Ja, und mich hat er sogar getötet. Naja, das waren eher die Cybermans, aber beziehungsweise Pflanzenmänner. Mein Vater hat dich getötet? Also eigentlich wurde Yamcha von diesen Pflanzenmännern getötet, die Vegeta und sein Partner mitgebracht hatten. Naja, nun, so sieht's halt aus. Ich fasse es nicht. Entspann dich, Trunks. Das ist schon lange her. Ganz genau. Ich hege nicht unbedingt einen Groll gegen deinen alten Herrn. Vegeta würde jetzt im Traum nicht mehr darauf kommen, die Erde zu zerstören. Du musst dir also keine Sorgen machen, Trunks. Das sagst du so leicht. Es ist viel passiert, aber wir sind alle ziemlich froh, dass Vegeta bei uns ist. Ernsthaft? Ja. Ohne Vegeta wäre ich nicht annähernd so stark wie jetzt. Das freut mich zu hören. Danke für all die Geschichten, Leute. Ich sollte jetzt besser wieder zurück. Geht klar, bis dann. Wie gibt sich wieder zur Capsule Corporation? Naja, gut. Da hinten habe ich was markiert gehabt. Naja, gut. Hier drin ist was. Her damit. Erwachsene-Medaille. Wow. Ja, da kommt noch ein bisschen was zu Rande, ne? Muss man schon sagen. Ach ja. Okay, da bin ich wieder. Ich bin wieder da, Mama. Usa. Wow, ihr habt über eine Menge... geredet, was? Klingt, als hättest du Spaß gehabt. Hey. Ja, ich habe viel von den anderen gelernt. Ich habe sogar etwas über Papa erfahren. Anu? Hattest du damals nicht Angst vor Papa? Nein, überhaupt nicht. Wirklich? Wow. Dich kann aber auch nichts erschrecken, oder? So, ne. Naja, dein Vater ist nicht so kühn, wie er immer wirkt. Du bedeutest ihm viel. Findest du wirklich? Trunks. Vater. Mach dich bereit. Ich werde dich trainieren. Was? Beeil dich, bevor ich es mir anders überlege. Okay. Ich komme. Vegeta und Trunks betreten den Trainingsraum und legen los. Macht euch bereit? Warum euch? Naja, macht dich bereit. Danke. 1 gegen 1, alles klar. Oh.
Nice. Au. Oh, nice. Das ging gerade noch daneben. Oh Mist. Das konnte ich leider nicht blocken. Oh Mist, ich habe gar kein Key mehr. Wow. Okay, los geht's. Brutzel. Oh, ja, alles klar. Nieps. Bitte schön. Au. Oh Mist, hat meine Verteidigung gesprochen. Oh, ein bisschen. Yes. Schön. Yokaro. Gut, das reicht erstmal. Danke, Vater. Das werden wir wiederholen. Was? Solange du hier bist, werden wir weiter trainieren. Du musst stärker werden, wenn du vorhast, die Welt in der Zukunft zu beschützen. Vater? Nutze jede Gelegenheit, um besser zu werden, auch wenn sie noch so gering ist. Ja, danke schön. Ich werde mein Bestes geben, damit du stolz auf mich sein kannst, Vater. Du bist so schlecht darin, deine Gefühle auszudrücken. Eine Happy Bulma. Naja. Und gleich die nächste Mission, oder? Oder auch nicht. Keine Ahnung. Naja, doch, da ist auf jeden Fall noch irgendwie eine Mission. Puh. Obwohl, ist das wirklich Bulma, die mit mir reden möchte? Das kann schon sein, aber ich guck mich mal kurz etwas um. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja gut, ne? Dann vielleicht doch Bulma. Kann ja schon sein. Ich weiß es ja nicht. Zwei seid definitiv miteinander verwandt. Na okay, sie hat definitiv nichts für mich zu tun. Ja, aber es heißt direkt hier drin, ne? Ich lass das mal kurz reloaden. Du kannst immer noch stärker werden, vergiss das nicht. Ja. So, ja, na. Ich sollte was Neues erfinden. Hä? Okay. Okay. Ich hoffe mal, das ist kein Bug oder so. Dass das jetzt einfach nicht erscheint.
Ne, die Mission ist definitiv hier drin. Okay, vielleicht habe ich ja Glück, dass das jetzt noch mal resettet ist. Falls nicht, dann wechsle ich halt einfach den Standort komplett. So, mal gucken, wo wir dann gleich noch eine Mission finden. Okay, jetzt ist Bulma auch weg. Okay, dann wird es wahrscheinlich das gewesen sein. Dann dürfte jetzt die Nebenmission triggern. Ja. Yep. Sagoku wird bestimmt bald mit irgendeiner lächerlichen Bitte auftauchen. Nee, das passiert auf keinen Fall. Okay, das ist Son Goku-Mission. Ja, komm, nehmen wir noch Krillin mit. Und Tenshinhan. Das sind eigentlich relativ gute Supporter, die kann ich auf jeden Fall mitnehmen. Okay, ich wollte mal um Hilfe bitten. Was für Hilfe will er eigentlich bitten? Oh, Son Goku. Also Bulma, ich muss dich mal was fragen. Nani? Wow, du kommst ja gleich zur Sache. Was willst du denn diesmal? Ich habe mich gefragt, ob du so eine Art Turnier abhalten könntest. Du weißt schon, sowas wie das Kampfsportweltturnier. Wie bitte? Ich soll das machen? Warum? Oh Gott. Tja, ich habe vorhin mit Son Goten und Trunks gekämpft und ich muss schon sagen, die waren ziemlich stark. Also habe ich mir gedacht, dass es doch Spaß machen würde, wenn wir ein Turnier hätten, bei dem Vegeta, die anderen und ich richtig aufdrehen können. Ich lasse jetzt mal außer Acht, dass du dich wahrscheinlich mehr darauf freust als die Kinder. Aber warum soll ich dir denn dabei helfen? Naja, du bist doch stinkreich, oder nicht? Ich dachte mir, das ganze Geld irgendwie nützlich sein könnte. Ja. Warum erstaunt mich das denn jetzt nicht? Also, kannst du uns helfen, Bulma? Naja, warum eigentlich nicht? Ihr kriegt ja allein überhaupt nichts auf die Reihe. Ehrlich? Ja, aber unter einer Bedingung. Du trägst deinen Teil dazu bei, indem du mir bei den Vorbereitungen hilfst, verstanden? Gut, ab Stufe 80. Son Goku möchte sein eigenes Turnier ausrichten und bittet Bulma um Hilfe. Glücklicherweise stimmt sie zu. Jetzt ist es also Zeit für die Vorbereitungen. Zeit für ein Turnier! Alles klar, was soll ich tun? So, ne? Also, zuerst brauchen wir einen Ort, an dem wir kämpfen können. Ne? Tu mir doch einen Gefallen und finde heraus, ob wir nicht einfach die Kampfsport-Weltturnier-Arena mieten können, okay? Wenn das klappt, ersparen wir uns eine Menge Arbeit. Guter Punkt, ich schaue mir das mal an. Joa. Ich muss mich beeilen. Ja, da unten. Wenn ich bedenke, dass es auf Neu Namek auch noch Missionen gibt, ja. Ich war da sogar noch nicht einmal auf Neu Namek. Na gut. Noch solange wir noch auf der Erde sind, machen wir erstmal noch Erdenmissionen. So ist das halt. Es ist auf jeden Fall noch ziemlich viel Content nach Tabu-Saga. Also das ist, wow, nicht schlecht. Ich weiß noch nicht mal, wie lange das noch geht.
Gut, Zeit für ein Turnier. Oh, hier so zu kämpfen, ne? Hallo, mein Freund. Son Goku, bist du der Son Goku? Hey, lange nicht gesehen. Wie läuft es denn bei dir? Oh, der Ansager ist ein netter Typ. Ich wette, er lässt uns die Arena mieten. Ich muss dringend mit dir über etwas reden. Aha, und was wäre? Ich und ein paar Freunde von mir möchten unser eigenes Turnier veranstalten. Also haben wir uns gefragt, ob wir dafür die Arena benutzen können. Wow, das klingt super. Leider können wir das nicht zulassen. Ernsthaft? Wird sie für ein anderes Turnier oder so benutzt? Nein. Es ist nur so, dass es sich dabei um eine durchaus ehrwürdige Arena handelt, die nur für das Kampfsportweltturnier erbaut wurde. Es ist ausdrücklich verboten, sie für andere Turniere zu nutzen. Oh Mann, das ist aber blöd. Was sollen wir denn jetzt machen? Mit der Arena kann ich euch zwar nicht helfen, aber wenn ihr nichts dagegen hättet, könnte ich euch packende Kommentare liefern. Kommentare? Klar, das wäre schon nicht schlecht. Danke. Ich kann es ja gar nicht erwarten zu sehen, wie ihr wieder kämpft. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich gehe lieber mal kurz zu Bulma. Nee. Ja, so viel dazu, ne? Cell-Spiel-Arena existiert ja auch nicht. Das hätte man sagen können, wir gehen dahin. Verstehe. Also können wir die Arena also nicht nutzen. Aber es muss doch einen anderen Ort geben, an dem wir kämpfen können, oder? So, ne? Ich glaube, wir haben keine große Wahl. Wir müssen wohl das Gebiet nehmen, in dem ihr bei den Zellspielen gekämpft habt. Läuft. Es ist geräumig und weit entfernt von Häusern oder Leuten. Ich finde heraus, ob meine Firma das Land dort kaufen kann. Bist du dir sicher? Das klingt ziemlich teuer. Ja, deswegen machst du dir jetzt Gedanken? Du wolltest doch, dass ich das mit dem Geld in die Tat umsetze. Da du die Planeten schon so oft gerettet hast, sieh es einfach als meine Art an, dir Danke zu sagen. Wow, du bist die beste Bulma. Ich rede aber nur von dem Land. Wenn du glaubst, ich bezahle auch noch für die Arena, die ihr sowieso in die Luft sprengt, hast du dich geschnitten. Ja, keine Sorge, das wird vollkommen in Ordnung. Gut, das dürfte eine Weile dauern. Also geh nach Hause und warte, okay? Ich gebe dir Bescheid, wenn alle Vorbereitungen getroffen sind. Ja, klingt gut, Mann. Ich kann es ja kaum erwarten. Ja. Son Goku kehrt nach Hause zurück und einige Zeit später ruft Bulma an, um ihnen mitzuteilen, dass alles bereit ist. Ich werde definitiv nicht mehr lange machen, weil sich mein Schädel langsam meldet. Deswegen vielleicht noch die eine Mission. Es ist fast soweit. Begib dich auf der Weltkarte hier hin. Naja. Na gut. Eine einzelne Mission hier oben. Ich würde sagen, ich bringe diese Missionsreihe hier noch schnell zu Ende.
Hier gibt es gelbe Meteoriten. Naja, graue sind selten. Graue habe ich bis jetzt noch nicht eingesammelt. Warum müssen hier noch unbedingt so viele Gegner sein? Huch! Oh, das war jetzt mies. Ach, was haben wir denn da? Geheimnisse des Erfolgs, die Z-Krieger. Mein Headset meldet sich gerade. Das ist jetzt mies. Genau jetzt in diesem Moment meldet sich mein Headset. Was sagt uns das? Wir sollten lieber jetzt schon Feierabend machen. Nein, ich denke mal, das hält's noch durch, oder? Ich weiß nicht, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Danke. Dieses hier Piepsel hat mich etwas genervt. Gut, da ich das nicht weiche. Nicht weiß, ob das zufällig mitgespeichert hat, werde ich das nochmal kurz rausnehmen. Mal neu überspeichern. Ja, würde ich sagen, mache ich das Turnier doch eher beim nächsten Mal.